Hallo liebe Internetfreunde und wieder einmal ganz herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst! So, kurz und bündig, wir müssen ja Zeit sparen, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Ah, Liefermissionen, Mission annehmen? Nee. Falls Sie Interesse hätten, gäbe es... Die lest schon wieder vor. Ich brauche gar nicht vorlesen. Nee, ich will Zeit sparen und lese dabei vor, das macht natürlich Sinn. Nee, unsere Mission ist es jetzt, oder sollte es zumindest sein... wieder ins Versteck, ins Verreck zurückzukehren. Zu Noah und den anderen. Die Frage ist nur, wo ist das Versteck? Da kommen wir ja irgendwo her. Was ist das? Kurieren, kehre zu Birdman zurück. Ah, so, hier. Natürlich, boah, sieht episch aus. So, Wegmarke setzen. Und die Suche geht auch schon los. Moment, wo ist Alt? Hier ist der Alt. Hier ist der Alte und da geht's auch schon los mit der Runner Vision auf zu Birdie Birdman. So, das Bild jetzt hoffentlich nicht mehr abgeschnitten, so wie in der letzten Folge. Tut mir fürchterlich leid. Aber das Gute und was ich wirklich an diesen Spontanaufnahmen feiere, weg ihr Birdie Birdmänner, ich brauche euch hier nicht. Was ich wirklich cool finde, ist, dass man einfach so spontan ist, einfach... ganz ungezwungen mal 20 Minuten aufnimmt oder 22 Minuten halt, wie in der letzten Aufnahme, wenn man dumm herumfällt immer, so wie jetzt zum Beispiel, und was weiterbringen möchte. Und wenn mal eine Aufnahme daneben gehen sollte aufgrund von abgeschnittenem Bildrand, dann ist es auch nicht weiter schlimm, weil beim nächsten Mal machen wir es einfach besser. Außerdem ist man das ja gewöhnt von der grünen Haube. Und da fliegt gerade ein... General Grievous Space Shuttle herum und mir ist gerade eingefallen, ich habe den Timer nicht gestellt. Scheiße. Birdman hat eine Lieferung für dich. Diese gehören zum Tagesgeschäft eines Runners und sind eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Informationen zu übermitteln, ohne dabei durch das Konglomerat überwacht zu werden. Annehmen. Oh. Da bist ich hoffe... du ja wieder. Denk daran, dass du in dieser Gemeinschaft nur so gut bist wie das Bild, das die Leute von dir haben. Wie gut du wirklich bist, spielt dabei keine Rolle. So dämlich all dieses Getue und Aufgeplustere auch ist. Es war ein tolles Gefühl, wieder zu rennen. Und du hast dich richtig gut geschlagen. Eine letzte Sache noch und wir sind fertig. Noah hat irgendwas von der Lieferung erzählt. Ja, unser täglich Brot. Ich habe zufällig ein kleines Paket, das abgeliefert werden muss. Du kannst es dort drüben abholen. Was ich gerade noch sagen wollte, aber ich wollte Birdie Birdman nicht... unterbrechen natürlich ist, ich hoffe, man hat die Taskleiste jetzt eben nicht gesehen. So. Heutzutage sind alle Pakete mit dem Beat verbunden. Zack. Du müsstest den Bestimmungsort also auf deiner Karte sehen. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man für sowas nicht mehr als eine Adresse und seinen verdammten Verstand. Na, die guten alten Zeiten natürlich. Liefere das Paket rechtzeitig ab. Der Countdown beginnt, sobald du den Startbereich verlässt. So. Runner Vision und 3, 2, 1, los geht's! Nicht mehr als eine Adresse und seinen verdammten Verstand. Hui! Okay. Natürlich. So. Schön abgerollt und nochmal schön abgerollt. Zack, rüber hier, da fängt es irgendwie mal an zu lecken, aber das ist kein Thema, weil es ist ja eine Spontanaufnahme. Es ist immer eine Spontanaufnahme. Das ist Mirror's Edge Catalyst. Mirror's Edge Catalyst, das muss man genauso sagen, damit man Zeit spart. So. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist Montag. Aber das interessiert hier weniger Menschen, schätze ich mal. So, rüber. Nee, hier rein, schätze ich mal. Und darüber. Und wer ist das? Oh. So, fertig. Da hast du dein Paket. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass Kurierin? Das ist aber ein Kurier. Ich würde sagen, du bist so bereit, wie du nur sein kannst. Jawohl. Tab, um neue Upgrades zu kaufen. Gehen wir mal wieder ordentlich shoppen. So, Bewegung. Bewegung. Hockey. Oh, sieht schon ganz nice aus. Moment. Sowas ähnliches konnte ich damals auch, als ich noch Freerunning ging. was haben wir denn hier?
Leerdaste, cool, Leerdaste, das brauchen wir auf jeden Fall. Das kennen wir noch aus dem alten Teil, da lasse ich sogar Kampf da, dafür stehen, das ist mir scheißegal, weil... Ja. Die Krugersack... Schwachmatiker können ja, sowieso nichts. Ich habe jetzt auch ein Beatlink. Ich benutze es allerdings so selten wie möglich. Man weiß nie, wer mithört. Karte aktualisiert. Da haben wir ja schon einige Aufträge. So, wie sieht's jetzt aus? Ich glaube, das ist immer die Hauptquest. Gefallene Tauben. Errato. Sprich mit Birdman. Okay. Und was ist das? Wieder im Spiel sprechen. Versteck mit Noah. Ach so. Das wollte ich ja eigentlich machen. Naja, ich kehre zu Noah zurück. Ach so, das war schon. Er hat schon fertig gesprochen. So. Ich setze mir jetzt immer eine Wegmarke, weil ich zu doof bin, mir den Weg zu merken. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber so können wir auf jeden Fall Zeit sparen. Wow. Ach so, hier gibt's ein Seil. Mit einer Kamera. Schade, dass wir nicht zoomen können. So, hör auf hier jetzt. Zack! Nochmal zack. Oh, es gab nicht mal eigentlich Frame-Aussätze. Das freut mich sehr. Schön. Und wieder senkrecht über die Wand drauf. Kann ich da eigentlich auch drunten durch? Jawohl, perfekt. Und rein. Und das kennen wir ja bereits. Rauf. Rauf. Ach so, das müsste ich ja jetzt schon können, diese Leertaste, Kuliertaste. Das könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Irgendwo, wo es uns, Alter, denn gefallen würde. Gefallen täte. So. Birdie. Gefallene Tauben, Errato, mit Birdman sprechen. Birdman war früher selbst ein Runner und hat miterlebt, wie sich Cascadia unter der Tyrannei des Konglomerats veränderte. Ich dachte, das heißt Glass, die Stadt, aber ja gut. Ja, mag zwar ein alter Griesgram sein, aber er war immer für dich da. Und darauf kommt es in dieser Stadt an. Wenn ihr also Hilfe braucht, solltest du herausfinden, worum es geht. Ich wollte eigentlich ins Versteck zurück. Sag du's mir, Kleine. Ich sehe mir so wenig Nachrichten wie möglich an. Das ist doch alles nur Heuchelei und Panikmache. Aber du könntest mir helfen. Ja, worum geht's? Ich vermisse zwei meiner Vögel. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich bin leider nicht mehr ganz so beweglich wie früher. Was gibt's da zu grinsen? Wie auch immer, ihre Peilsender sind noch aktiv. Ich wäre dir dankbar, wenn du rausfinden könntest, was los ist. Klar, kein Problem. Danke. Natürlich suche ich dir deine Vögel. Natürlich suche ich dich. Errato. Naja. Hat er nicht genug Vögel, müsste man sich denken. Leicht zu finden sein. Folge einfach der ansteigenden Frequenz. Natürlich folge ich der ansteigenden Frequenz. Runner Vision offline. Was ist jetzt? Sie sind höchstwahrscheinlich beide tot. Oh, das bin ich. Und wo ist dieser Errato? Standard Kit. Mann, jetzt ist diese Runner Vision offline. Finde ich ja total uncool. So, Standort. Unterschlupf. Standort fallen. Hä? Den Peilsender. Ich bin jetzt gerade hier einfach runtergelaufen, aber ich weiß nicht, ob das so... Valia haben sich schon immer leicht ablenken lassen. Aha. Dem stärker werdenden Signal. Kann ich die Runner Vision jetzt einschalten auch wieder oder geht das gar nicht? Runner Vision online. So, jetzt aber. Was ist denn hier?
Ach so, immer wenn ich zu dem Punkt zurückkehre, wo diese Runner Vision getätigt wurde, dann schaltet sie sich aus. Naja, das ist ja nicht so toll. Oh, eine Kamera. Du überlässt meine beiden Vögel also einfach ihrem Schicksal. Ja, ich habe ja keinen Plan, wo deine Aber Vögel sind. Hast du ja später ein bisschen Zeit, um nach ihnen zu suchen. Mann, der Mann ist hektisch, der hat wirklich keine Geduld. Was ist das? So, einfach mal den Steuerchip stehlen. Warum denn nicht? Elektronisches Bauteil. Sind einfach so zur freien Entnahme natürlich. So, oh, hier oben haben wir ja sogar mal kurz 60 Frames gehabt. So, Runner Vision online, jetzt aber. Wie komme ich denn jetzt am besten zu diesem Birdie Birdman zurück? Ich fürchte, die Folge kehren wir noch nicht ins Versteck zurück, sondern irren dem alten Mann oder besser gesagt seinen Vögeln hinterher. Ja, Rato. Naja. So, hier, noch ein Steuerchip. Ich könnte jetzt schon wieder einen Haufen Polenwitze reißen, aber das verkneife ich mir mal lieber. Oh, das war ja illusant. So, ich habe wirklich keinen Plan, wo ich hinlaufe. Kann ich hier die Türe einschlagen? Nee, okay. Ist das nicht der Birdman? Nee. Mission abgebrochen. Okay. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir das ein andermal. Oh, wir waren sogar nicht mal so weit von Birdman entfernt wieder. Und machen jetzt die Hauptmission. Nämlich wieder im Spiel, sprich im Versteck mit Noah. Denn eingefallen haben wir dem netten Herrn Birdman schon getan. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich der Noah weniger um uns gekümmert hätte als dieser Birdman. Ganz ehrlich. Liefermission, nee. Aber das finde ich cool, dieses Open World irgendwie. Dass man sich die Missionen selbst zusammenstellen kann und in dieser riesigen Map, frei bewegen kann. Jetzt, wo wir in Freiheit sind, da können wir uns selbst vorschreiben, welche Missionen wir zu erledigen haben. Und das ist das Coole an der Geschichte. So, auf da. Den könnten wir ja eigentlich mitnehmen. So. Uncool, weil wir hier nicht runtergesegelt sind, aber illegal, scheißegal. So. Das war auch wieder so ein dummer Spruch. So. Was haben wir hier hinten? Ist hier eine Mission oder was ist das? High Roller Avenue. Spielen? Nee. Ich spiele nicht, ich spiele nur die Hauptmission. Nee. Nee. Ins Gesicht. Ich trete irgendwie immer daneben. So, jetzt ins Gesicht. Wäre es nicht traurig, wenn du es nicht mehr könntest? Habe ich dir schon vom Kreisverkehr erzählt, meine Liebe? Ich werde dich los. Du, diese Bitch. Dieses Grinsen, Mann, ich halte das nicht mehr aus. Ich werde zu leicht aggressiv. Oh, cool, da waren wir noch überhaupt nie. Da geht's runter. Schön. Toll, toll, super toll. So, rauf jetzt. Hier geht's lang. Hallo, Noah? Das sind Laufschuhe, da schläft. Hat Nomad dich erreicht? Der Kleine hat echt jede Menge Energie. Ja, der hat wirklich jede Menge Energie. Genauso viel wie du. In dem Moment. Was ist hier? Screen hacken. Nicht gehackt. Nee, den Screen hacken wir jetzt nicht, weil der ist in unserem eigenen Revier. Den muss ich nicht hacken. So, wieder im Spiel. Mit Noah sprechen. Das ist ja ein interessantes Gespräch. Dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Oh.
Nein! Wieso? Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Das ist einfach irgendwie blöd, Steine raufliegen. Das kann doch jedes Kind. Ganz genau. Du hast also einen. Ich kann's nicht. Richtig. An. An. Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Och nö! Wie letztes Mal? Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu, die Daten dort sind extrem gut gesichert. Davon gehe ich aus. Ich kann also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten? Hm? Genau ein Drittel. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faith. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Ja, verlauf dich nicht. Fall dich runter, wenn ich dich... Los. Wenn ich dir einen Tritt in den Arsch gebe. So. Oder soll er vor dir da sein? Leichte Aggressionsprobleme in diesem Spiel. Das ist aber normal. Elysium. Oh, es wird spannend, liebe Leute. Oh, es wird spannend. So, haben wir schon eine Wegmarke. Schön, das, Was? Ach so, okay. So. Ja, ja, natürlich. Ich brauche jetzt nur die Runner Vision, aber die ist, glaube ich, schon online. So, okay, ja, sie ist online. Ich kann mich leider nur mit der Runner Vision, ouch, das war die falsche Taste, nur mit der Runner Vision bewegen, weil sonst bin ich aufgeschmissen. Die Stadt muss ich noch kennenlernen wie meine Westentasche, aber nee, nicht schon wieder. Ich habe einen Job für dich. Ja, ich für dich auch. So, ich habe auch einen Job für dich, nämlich in dein Gesicht. So. Ich finde, wir sollten der miesen Bitch einen Namen geben, nicht einfach nur doofe Tante, die hier blöd herumsteht. Doch, ich finde, wir sollten sie genauso nennen. Doofe Tante, die blöd herumsteht. Ich bin schon so gut hier. Autsch. Mal sehen, ob du mich noch einholen kannst. Tja, du bist auch 5 Minuten vor mir losgerannt, du Rabauke. Außerdem bist du ein Junge, du... Wow. Kannst schneller rennen als ich. Und ich bin auch gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Also... Ich versuche natürlich nur ein bisschen zu erklären, warum ich langsamer bin als ihr. Ach so, hier. Autsch. Wieso muss ich eigentlich hier hin, wenn der da oben steht? Nun hat sich damit auch beauftragt. Achso, hat dich damit beauftragt, bei Elysium Labs einzubrechen und für ein Konkurrenzunternehmen Daten über ein neues Enzym zu stehlen. Es muss immer gestohlen werden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich wollte ja vorher keine Witze über Polen reißen, aber es juckt mich schon so dermaßen, dass es förmlich schon so raussprudelt aus mir. Icarus wird außerhalb des Gebäudes die Augen offen halten, um sicherzustellen, dass alles wie geplant verläuft. Du hast eine Shotgun bei... Oh, eine Shotgun bei dir. Ein einmalig verwendbares Hacking-Tool. Was? So, jetzt stelle ich mir die Frage nicht mehr, warum das Spiel ab 12 ist. Du hast eine Shotgun dabei dir, ein einmalig verwendbares Hacking-Tool. Haben die Entwickler hier irgendetwas falsch verstanden? Ich glaube, diese Shotgun ist auch gestohlen. Das lediglich an der richtigen Konsole angebracht werden muss, den Rest erledigt dann die integrierte Software. Also wir müssen einfach drauf schießen und den Rest erledigt dann die Software, indem alles... sich herunterfährt, explodiert und wir dann das stehlen können. Das ist klar, das ist logisch, natürlich. Genau dafür braucht man die Shotgun. Alter, ich dachte, wir können jetzt herumschießen. Entschuldigung. Aber nee, natürlich wieder nicht. So, ist ja besser so. Gewalt ist keine Lösung. Und ich verscheiße die Zeit. Dies ist deine erste richtige Mission, für die du außerdem gut bezahlt werden dürftest. Aber nicht musst, weil wenn die Polen das ganze Geld stehlen, dann fahren sie wieder weg. So, das war der erste Polenwitz.
Sie ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, deine Schulden bei Dogen zu begleichen. So, annehmen. Wow. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt nicht. Da kommst du rein. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Ja, das sehen wir gleich, wenn ich mit der Shotgun nicht nur das Gebäude hacke, sondern auch dich. Ins Gesicht natürlich wieder. So, aber ins Gesicht hacke ich den jungen Burschen erst das nächste Mal, denn ich habe ja, wie gesagt, vergessen, den Timer zu setzen. Also werden wir uns schon in Überlänge befinden. Ich hoffe, ich habe nicht allzu schlecht geschätzt. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Es sieht einfach immer noch alles geil aus. Ein bisschen verpixelt, weil wir die Grafiken natürlich ein bisschen runterschrauben müssen. Da ist ein Flugzeug, da sind Sterne, es geht schon langsam. Der Tag unter, wollte ich gerade sagen. So, es wird langsam Nacht und ich muss mich beeilen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und habt Spaß, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.